Testspielzeit war mal wieder angesagt. Der erste FC Köln 2 zu Gast bei SSVG Velbert. Die Kölner als Regionalligist natürlich hier Favorit gegen die Mannschaft aus der Oberliga Niederrhein. Köln wie gewohnt in den roten Trikots von links nach rechts in der ersten Halbzeit. Und die fangen hier auch gleich stürmisch an. Das ist Kalis Kaner, der legt in die Mitte für Notbeck. Aber kein Problem, Sebastian Wickel ist da, pariert hier die große Kölner Chance. Und dann kommen die Gastgeber über die linke Seite. Schön in die Mitte gelegt, toller Pass. Und dann ist da Ülker völlig frei, vergibt noch und dann Nankam. Mit dem 1:0 frühe Führung hier für die Gastgeber vom SSVG Velbert. Vor gut 100 Zuschauern bringt Nankam seine Grünen hier in Front. Das war zu diesem Zeitpunkt hoch verdient. Die Kölner kommen dann aber immer besser ins Spiel. Das ist Marius Laux. Das ist Laux mit dem Ausgleich. Strammer Schuss aus der Distanz. Keine Chance für Wickel im Kasten von Velbert. Noch alle Mitspieler abgeklatscht, wie sich das für einen Captain gehört. Und damit war ihr wieder alles auf Anfang gestellt. 1:1 nach einer guten halben Stunde. Die Kölner kommen hier immer besser rein. Doch dann wieder mal Velbert. Nanji legt schön in die Mitte. Doppelpass. Und dann ist da die erneute Führung für Velbert. Nanji bleibt eiskalt aus gut 11 Metern. Keine Chance für Roloff im Kasten der Kölner. Und da war der Außenseiter hier erneut in Front. Nanji. Schöner Schuss. Köln wieder zurück und dann weiter Velbert. Das ist Roloff. Was macht er denn da? Legt den Ball in die Mitte und das ist natürlich ein Geschenk für Machtemis. Muss nur noch einschieben. Das 3:1 für die SSVG. Vor heimischer Kulisse. Die Freude natürlich groß. Gar kein Problem hier für Machtemis, das Ding einzuschieben. Dann ist Halbzeit. Markus Zimmermann alles andere als erfreut über die Leistung seiner Mannen. Gab viele Wechsel zur Pause und die Kölner kommen auch verändert aus der Kabine. Das ist Saga mit dem Fernschuss und dann nochmal Geimer. Aber Ebener im Tor ist hellwach, die Kölner aber jetzt nicht mehr zu stoppen. Über die linke Seite mit Boyaki legt in die Mitte und da ist Geimer mit dem Anschlusstreffer für die Kölner. Jubel gibt es gar nicht groß, direkt zurück. Die haben hier noch einiges gut zu machen aus der ersten Hälfte. Geimer hier, eiskalt. Ebener ohne Chance. Und Köln immer weiter. Wieder Geimer. Und dann geht da einer zu Boden und Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt. Wir sehen es in der Wiederholung. Klares Foul hier an Boyaki. 11 Meter. Für die Geißböcke. Und da ist der Ausgleich durch Justin Petermann. Bleibt cool am Punkt. Das 3:3 mittlerweile natürlich hoch, hoch verdient. Die Gäste hier in der zweiten Halbzeit total dominant. Und sie wollen noch mehr. Durch die Mitte. Und dann ist der Oliver Issa Schmidt plötzlich alleine vor Ebener, aber er ist halt ein Abwehrspieler. Vergibt hier die große Chance auf den Sieg kurz vor Schluss. Und dann war es auch vorbei hier. 3:3 trennen sich der SSVG Velbert und der erste FC Köln 2, auch genannt die U21. Auch im zweiten Spiel kein Sieg für die Kölner. Ja, wenn ich es jetzt allgemein ausdrücken würde, bin ich froh, dass wir nach dem Rückstand zwar das 3:3 noch gemacht haben, allerdings bin ich mit anderen Vorsätzen hergefahren und schon gar nicht, dass wir so einfach Gegentore zulassen. Das heißt, wir haben in unserem eigenen Offensivspiel einfach zu sehr um die Offensive gekümmert, anstatt dieses defensive Zuordnen dann auch und diesen defensiven Gedanken im eigenen Ballbesitz zu haben. Was könnte passieren, wenn wir verlieren? Also, da ist noch einiges gut zu machen für die Kölner. Als nächstes geht's im Testspiel gegen Hürth. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.